Ja, guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem heutigen Gottesdienst und ich begrüße auch alle diejenigen, die später noch digital den Gottesdienst verfolgen und daran teilnehmen. Ich möchte zu Anfang beten und bitte dann darum, aufzustehen, wem es möglich ist. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir dafür, dass wir hier in dieser Gemeinschaft zusammenkommen dürfen, dass wir noch die Freiheit haben, hier teilzunehmen an dem Gottesdienst, unter dein Wort zu kommen. Und wir danken dir dafür, dass wir unter deiner Gnade leben können, dass wir dein Wort hören dürfen. Wir bitten jetzt auch für alle, die verhindert sind, die nicht teilnehmen können, die Kummer haben, die krank sind, die alt und gebrechlich sind, Herr. Sei du bei ihnen, du weißt, was jeder von ihnen braucht und lass sie doch auch spüren, dass dein Wort für sie da ist. Ich bitte dich auch für alle Baustellen auf der ganzen Welt, für Menschen, die Hunger haben, die Not haben, die im Krieg leben müssen. Herr, erbarme du dich und lass du nicht zu, dass so viel Leid geschieht. Herr, wir wissen, dass wir dir vertrauen können und dass du wirken kannst. Wir bitten dich, segne unseren Gottesdienst und segne auch die Predigt von Christoph, dass das Wort mit in unseren Alltag geht, dass es uns aufgeht und lass deinen Heiligen Geist unter uns sein. Amen. Wir singen das erste Lied.
Guten Morgen. Ja, es gibt wieder einige Dinge bekannt zu geben. Werf dir mal das Bild vom Dorfcafé nochmal an die Wand, das hatte ich noch im Stick drin. Genau. Damit wollte ich nämlich beginnen. Das kommt nämlich heute Nachmittag an die Reihe. Das Dorfcafé in Steinberg hat wieder geöffnet. Ab 14.30 Uhr seid ihr alle herzlich eingeladen, ins Bürgerhaus nach Steinberg zu kommen, um dort gemeinsam Kaffee zu trinken. Die Simone Acker hat jetzt mal gesprochen, oh ja, wir haben auch schon mal 35 Kuchen gehabt, die sind alle geworden, mal mehr, mal weniger. Und einige aus unserer Gemeinde, die helfen ja da auch mit. Also ich bin gespannt und ja, ich lege euch's ans Herz. Also das Wetter heute ist wirklich nicht zum Spazierengehen, wenn es so bleibt. Dann kommt doch lieber nach Steinperf und habt da eine gute Zeit und trinkt eine Tasse Kaffee und lasst euch verwöhnen mit einem guten Kuchen. Am kommenden Mittwoch, kannst du jetzt wieder wegmachen, genau, unsere Veranstaltungen für die Woche am Mittwochabend um 19 Uhr haben wir wieder Hauskreis, aber diesmal bei Anita, 19 Uhr, habe ich 19 geschaut? Ja. 19.30 Uhr bei Anita Acker in Steinperf. Also wer den Weg nicht weiß, ihr könnt auch, glaube ich, ins Telefonbuch gucken, steht bestimmt auch drin. Christoph fährt ja sowieso auch, er nimmt auch mit, wer mitgenommen werden will. Am kommenden Donnerstag ist hier wieder Gebetstreffen im Gemeindehaus um 19 Uhr. Am kommenden Freitag sind die Teenies und die Kinder wieder an der Reihe mit der gemischten Jungschar und dem Teenkreis, auch wie in Steinperf im Gemeindehaus. Und am kommenden Sonntag ist hier Gottesdienst um 10.30 Uhr mit Christoph Henz. Morgen Abend treffen wir uns hier zum Vorbereitungstreffen um 18 Uhr zum Weltgebetstag der Frauen, weil es ja auch hier am 3. März stattfindet. Wer da noch mithelfen möchte, ist herzlich eingeladen. Am Dienstagabend treffen sich die Mitarbeiter für das Vorbereitungstreffen zur Kinderwoche, aber über Zoom, weil die Ulrike da ja auch dran teilnimmt und für Vorbereitungstreffen kann die nicht extra hierher kommen. Deshalb läuft das dann über Internet und das ist um 19.30 Uhr. Ich möchte euch bitten, dass ihr auch für diese Veranstaltungen und für das Vorbereiten betet, für die Durchführung, dass auch viele Menschen dadurch erreicht werden. Die Kollekte und zweckgebundene Spenden im Januar ergaben einen Betrag von 724 Euro. Für Lightkeepers wurden 200 Euro im Januar gespendet und weitergeleitet. Und im Februar diesen Monat spenden wir für die Kinderbibeltage, die vom 15. bis 19. März stattfinden. Ein großes Ereignis und ich denke, das ist auch ein wichtiger Bestandteil für die Kinder hier aus den Dörfern rundherum. Die wissen das, die haben das mittlerweile auf dem Schirm und ich denke, darüber dürfen wir uns auch freuen, weil da wirklich die Teilnahme groß ist. Und ja, betet auch bitte dafür. Ja, auch erfreuliche Nachrichten habe ich. Iris Henz ist wieder zu Hause und die Schmerzen sind weg. Das ist ein ganz großes Geschenk. Das war auch uns allen ein Gebetsanliegen. Und auch für die Iris ist es wirklich mutmachend, dass diese Phase der Schmerzen hoffentlich jetzt auch überstanden ist und dass die Genesung zu Hause jetzt weiter fortschreiten kann. Und der Johannes Puy hat seit längerem Jahr starke Gewicht verloren und kann den rechten Fußheber nicht heben, warum auch immer. Das ist ein Rätsel. Es wurde auf Borreliose untersucht, hat sich aber nicht bestätigt. Er war dazu im Krankenhaus, ist aber auch jetzt wieder zu Hause in seiner Wohnung in Darmstadt und wartet da auf weitere Untersuchungen. Und wir hoffen und beten auch für ihn, dass die Ursache gefunden wird und dass das auch behandelt werden kann. Ich denke, das machen wir auch gerade. Vater, hab du Dank, dass du Gebete erhörst und dass wir das auch jetzt bei Iris wieder erleben durften. Danke, dass die Schmerzen weg sind. Danke, dass sie vom Krankenhaus jetzt auch wieder zu Hause ist und dass sie sich weiter auf die Heilung und auf die Genesung konzentrieren kann. Sei du auch weiterhin bei ihr und schenk du ihr doch neue Kraft. Sei du auch bei dem Johannes in Darmstadt.
Du siehst die Beschwerden, die er hat, dass er so viel Gewicht verloren hat und dass die Ursache gefunden wird. Führe du auch das Denken der Ärzte, dass sie das auch sehen und erkennen und dass er auch dementsprechend behandelt werden kann und dass es dann auch wieder mit seiner Gesundheit besser wird. Danke, Vater, dass du unsere Bitten und unsere Gebete hörst. Amen. Man wird nicht gesehen, obwohl man immer sichtbar ist. Man ist unsichtbar, weil einen keiner wahrnimmt. Das hat ein Obdachloser gesagt und hat auch genau zu diesem Titel ein Buch geschrieben. Und er hat auch noch mal deutlich gemacht in dem Buch, ja, wie schlimm es ist. Wir wissen das alle, also ich kann da auf mich zurückgreifen, wenn man durch Fußgängerzonen geht oder durch bestimmte Bereiche, wenn Menschen am Rande sitzen mit einem Becher vor sich und ja, um einen kleinen Beitrag betteln, dass man oft einfach vorbeigeht und wegschaut. Und der Obdachlose schildert, wie furchtbar das ist, dass man überhaupt nicht wahrgenommen wird, dass man als Mensch gar nicht wahrgenommen wird. Ja, warum machen wir das? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Vielleicht, weil wir einfach unsicher sind und nicht wissen, welches Schicksal steckt dahinter. Müssen wir uns jetzt mit einem Elend auseinandersetzen? Nachdem ich mir mal also Gedanken darüber gemacht habe, habe ich mir angewöhnt, wenn ich Menschen begegne, man begegnet ihnen immer wieder in Marburg, in Berlin ist es, begegnet man diesen Menschen ganz häufig, dass ich ihnen auch einmal ins Gesicht schaue, ihnen einmal zunicke oder mal zulächle und es kommt auch immer etwas zurück, dass sie das Gefühl haben, ich werde als Mensch wahrgenommen und das kostet nicht viel. Und einmal einen Euro zu geben, auch das tut mir nicht weh. Als ich einmal zu Besuch bei meiner Mutter war in Oberhausen, sie wohnt parterre und vor dem Haus ist ein Vorgarten mit einem Zaun und da hörten wir Gemurmel von der Straße und wir machten uns Gedanken, was ist denn da los? Wir schauten aus dem Fenster und da saß eine Frau, ja, sie sah ein bisschen ungeordnet aus, um es mal so auszudrücken und sie redete ein bisschen wirr und, ja, und dann stand sie auf und schwankte. Und dann bin ich raus zu ihr und habe sie dann gefragt, was denn los wäre, ob ich einen Krankenwagen holen sollte. Es ging ihr wohl nicht gut. Nein, auf keinen Fall einen Krankenwagen. Ich will jetzt nicht schon wieder ins Krankenhaus und ich brauche keine Hilfe. Und ja, und dann habe ich gedacht, ich will sie nicht alleine lassen, bin dann wieder rein und habe gedacht, ja, ich rufe die Polizei an. Und die sagten dann, ja, da ist eine Streife, fährt da in dieser Straße, ich musste die Adresse angeben und ich schicke die Kollegen vorbei. Jetzt dachte ich in meiner Naivität, jetzt kommt ein Polizeiauto und die kümmern sich um die Frau. Aber sie kamen nicht. Und dann bin ich wieder raus und habe mich mit der Frau unterhalten. Ich habe gedacht, ich halte sie jetzt so lange fest, vielleicht kommt ja ein Polizeiauto. Ja, und dann hat sie mir fast ihr ganzes Leben erzählt, wie elend es ihr war. Ich habe auch gedacht, sie stand unter Drogen oder Alkohol. Sie erzählte mir dann, dass ihr Mann nicht mehr da ist, hat sie verlassen, die Kinder kümmern sich nicht. Sie war im Krankenhaus, da wollte sie aber nie wieder hin. Ja, und dann haben wir uns eine ganze Zeit unterhalten und dann sagte sie aber, ja, ich muss aber jetzt weiter und ich wohne gar nicht weit weg und sie wollte unbedingt gehen. Aber dann sagte sie zum Schluss zu mir, also ganz ehrlich, so hat sich lange nicht jemand um mein Leben sich interessiert und mich gefragt, wie es mir geht. Und dann ging sie weiter. Ich habe mir noch lange Gedanken gemacht, aber ich habe so überlegt, vielleicht habe ich ihr wirklich einen Moment gegeben und habe mich einmal für ihr Leben interessiert und sie konnte sich aussprechen. Ich konnte ihr vielleicht nicht wirklich helfen, aber sie hatte vielleicht ein gutes Gefühl. Und das kostet oft nicht viel. Dann möchte ich zum Schluss noch erzählen von unserer jüngeren Tochter, als sie ganz klein war. Dann haben wir abends immer, kriegte sie eine Geschichte vorgelesen und dann haben wir gebetet. Und dann war ihr immer ganz wichtig, dass ich auch alle Menschen erwähne, die ihr wichtig sind, dass auch, dass die unter Gottes Schutz stehen. Und dann hat sie immer gesagt, für den noch und für den noch. Und dann sagte sie auf einmal, ja jetzt sag mal, sitzt der Gott dann da oben, da muss der ja den ganzen Tag immer dahin gucken, dahin gucken, dahin gucken, nach rückwärts gucken, damit er auch alle Menschen im Blick hat. Und da hat sie genau das ausgesprochen, wie wunderbar das ist und unglaublich, dass Gott der Gott ist, der uns sieht. Und das ist auch das heutige Thema, die Jahreslosung. Du bist ein Gott,
der mich sieht. Da freue ich mich auf die Predigt. Jetzt hören wir wieder ein Lied und wir sammeln vorher die Kollekte ein. Thank you.
Ich lese aus 1. Mose, das Kapitel 16. Abrahams Frau Sarah blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann: Du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden und Sarah gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie, auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarah zu ihrem Mann: Mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte: Sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarah ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Und da lief sie davon. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie: Hagar, Sklavin Sarahs, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortete sie. Und da sagte der Engel: Geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Hagar rief: Habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen: Du bist der Gott, der mich anschaut. Darum nennt man jenen Brunnen Beer Lahairoi, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt. Singen wir noch ein Lied. Wir singen noch ein Lied vor der Predigt. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gesehen werden. Doris hat uns schon mit hineingenommen in dieses Thema. Und gesehen werden ist ja auch das Thema, was wir heute miteinander betrachten werden. Heute geht es darum, wenn ich es nicht erwarte. Aber unter diesem Oberbegriff gesehen werden, werden wir dann, wenn ich jetzt sonntags hier predige, uns bis Ostern einige Personen mal anschauen in den unterschiedlichsten sozialen Bezügen und auch Situationen, was das Gesehenwerden dort auch mit der Person macht. Gesehen werden ist immer noch ein großes gesellschaftliches Thema. Und das merken wir gerade in unserer Zeit. Gesehen werden, das heißt, ich bin dafür zuständig, dass ich gesehen werde. Vor allen Dingen merkt man das, wenn man mal so Dinge mitbekommt, wenn andere einen anleiten, ein Bewerbungsgespräch zu führen. Zeig dich, präsentier dich von deiner besten Seite, sag, was du kannst, stich die anderen aus. Also gesehen werden, wahrgenommen werden, mit in diesen Pool hineinzukommen, aus dem man dann irgendwann vielleicht den oder die zieht, die dann diese Stellung bekommen wird. Also lass dich sehen. Gesehen werden, aber auch ein Thema in der Bibel. Wobei das genau in der entgegengesetzten Richtung ist, wie, oder von Inhalt her, wie das heutzutage ist. Heute heißt, zeig dich, und früher war gesehen werden schon quasi qua Geburt vorgegeben. Da waren diejenigen, die sozial höher gestellt waren, die etwas hatten, die Geld und Gut hatten, und die hatten ein Ansehen, das konnten die einfordern. Und diejenigen, die weniger angesehen waren, die mussten darauf hoffen, dass die Angeseheneren sie nicht übersahen. So wie Doris das eben gesagt hat, wie es ganz oft Menschen in unserer Zeit geht, wenn sie irgendwo sitzen und vielleicht um den ein oder anderen Euro betteln. Unterschiedlich. Aber was ist, wenn ich nicht damit rechne, wenn ich es nicht erwarte? Und da sind wir bei der Frau, von der wir eben gehört haben, Hagar, eine ägyptische Magd, die Magd von Sarai, wahrscheinlich hineingekommen in diese Familie. Wenn man 1. Mose 12 liest, geht ja Abraham nach Ägypten, gibt da seine Frau als seine Schwester aus, der Pharao findet Gefallen an ihr und dann, als klar wird, es ist die Frau von Abraham, entlässt er sie ja wieder und gibt ihnen etwas mit. Und wahrscheinlich ist da auch Hagar in diese Familiensippe des Abrahams mit hineingekommen. Es ist erstaunlich, dass ein Satz einer ägyptischen Magd über diesem Jahr steht, weil man hört gar nicht viel von ihr. Es gibt zwei Erzählungen, hier 1. Mose 16, 1. Mose 25, da wird das nochmal erzählt und dann verschwindet sie sozusagen aus dem Alten Testament. Und im Neuen findet sie nur, in Anführungsstrichen, Anklang an einer symbolischen Auslegung ihrer Geschichte bei Paulus im Galaterbrief. Ansonsten hören wir von Hagar überhaupt nichts mehr. Und doch ist es bezeichnend. Bei der Vorbereitung fand ich etwas, was Hagar betrifft. Hagar ist der erste Mensch in der Bibel, dem ein Engel Gottes erscheint. Vorher so nicht da gewesen. Hagar ist die erste Frau in der Bibel, die eine göttliche Verheißung eines Kindes zugesprochen bekommt. Und reiht sich damit ein in die Reihe derer, die uns vielleicht bekannter sind, wie eine Hanna, die Prophetin, die im Tempel war, eine Elisabeth und auch eine Maria, die Mutter Jesu. Sie ist eine Ägypterin, also eine Nicht-Israelitin, eine Heidin, die Gott anspricht und Gott verheißt ihr, dass durch ihren Sohn ein ganzes Volk gegründet wird. Und sie ist der erste Mensch in der Bibel, der Gott einen Namen gibt. Bis dahin so nicht geschehen. Und dann merken wir, eine Frau, die nicht oft vorkommt, aber inhaltlich hier werden Spuren gelegt,
die sich durch die Bibel hindurchziehen, die auch in der Bibel immer wieder neu zu finden sind. Und deshalb lasst uns einmal hineinschauen, gesehen werden, wenn die jeweilige Person es nicht erwartet, und dazu zwei Gedanken, wenn es um Hagars Geschichte geht. Gesehen werden, ich habe mal von Gott ergänzt, wenn ich es nicht erwarte, weil andere mich auch nicht sehen. Und das war das eben das Beispiel. Man geht durch die Fußgängerzone, sieht und sieht doch nicht. Und ich glaube, da könnte sich Hagar einreihen. Als Sklavin in dem Familienhaushalt von Abraham und Sarai, sie ist da, sie wird gesehen, aber sie wird doch nicht gesehen, weil es letztendlich gar nicht um sie geht. Sie ist Sklavin. Da ging es nicht um die Person, da ging es um die Arbeitsleistung. Also du musst funktionieren. Im Süddeutschen sagt man ja oft, wie heißt das, gemeckert ist genug gelobt oder sowas. Bitte? Nicht gemeckert, genau, ist genug gelobt. Und so auch hier. Es war normal, dass sie ihre Arbeit verrichtete, aber sie als Person, als Mensch, in den Bedürfnissen, in den Bezügen, die sie auch nicht hatte, wurde überhaupt nicht gesehen. Und ich glaube, manchmal geht es bei uns in unserer Zeit heute auch so, wir müssen funktionieren. Auch da, nicht gemeckert ist genug gelobt. Also wenn alles super läuft, dann ist es okay, das ist das der Status quo. Und dabei fallen vielleicht der eine oder die andere hinten runter, weil sie nicht gesehen werden. In dem, was sie erleben. In dem, was in der großen Masse untergeht. Und Hagar, muss man sagen, sie ist auch nicht ganz unschuldig an der Situation. Ne? Also wir haben das ja eben gehört. Sie wird schwanger, sie wird benutzt, sie wird Leihmutter. Und das macht auch was mit ihr. Und dann plötzlich kracht zwischen Sarah und ihr und sie geht. Sie sieht keinen Ausweg als nur die Flucht bis zu diesem Brunnen. Und letzten Endes ist es ein Himmelfahrtskommando. Eine schwangere Frau durch die Wüste in Richtung Ägypten, in ein Heimatland, heißt in der Regel, sie wird dort nicht ankommen. Und dann diese Begegnung mit dem Engel. Und interessanterweise fragt er etwas, was er doch eigentlich wissen müsste. Wo kommst du her und wo gehst du hin? Wenn ihr das nochmal nachlest, dann seht ihr, dass Hagar sehr wohl das wahrnimmt, was der Engel fragt, weil sie beantwortet nur den ersten Teil dieser Frage. Wo kommst du her? Sie erklärt sich, wo sie herkommt, wer sie ist. Aber in dieser Ansprache passiert noch etwas anderes. Sie wird nicht nur gesehen, man spricht auch mit ihr. Und diese Ansprache wirkt in dieser Frau nach. Und auch das, was der Engel sagt, wirkt in dieser Frau nach. Und führt letztendlich dahin, dass diese äußere und innere Einsamkeit, die sie ausmachte als Person, ein Stück weit durchbrochen wird. Denn die Worte, die der Engel sagt, geben ihr Zukunft. Was hat er ihr gesagt? Du wirst einen Sohn gebären, den sollst du Ismael nennen und er wird ein großes Volk werden. Mit anderen Worten, wenn sie einem Sohn den Namen geben wird, dann wird sie nicht das tun als Sklavin, weil das war normalerweise nicht erlaubt. Sie wird eine Zukunft haben, dieser Sohn wird ein großes Volk werden. Und diese Worte des Engels an dieser Situation, in der sie ist, dieses Gesehenwerden und Angesprochenwerden von Gott, bringt sie dazu, eine ganz neue Perspektive zu haben, die vorher nicht da ist. Und Gott sagt, ich habe dich gesehen. Auch wenn das vorher nicht klar war. Ich habe dich gesehen in den Bezügen, in denen du lebst, in denen du auch schuldig geworden bist. Und trotzdem sage ich dir hier an diesem Brunnen zu, ich habe dich gesehen und ich habe dich vor Augen. Ich habe dich immer vor Augen. Und in der Vergangenheit ist das oft kirchlich auch missbraucht worden, dieser Satz. Gott sieht mich. Ihr kennt das Lied, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Manche haben da ganz positive Erinnerungen dran. Und bei manchen steht dann da oben der Gott mit dem Zeigefinger. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Auge, was du siehst.
Und die Krux an der Sache ist, es ist ja dieses Körnchen Wahrheit drin. Wir sollen gucken, aufpassen, was wir uns angucken, weil Bilder prägen uns. Aber hier geht es um den Gott, der sieht, und zwar nicht als Dorfpolizist, um alles aufzuschreiben und mir irgendwann die Rechnung zu präsentieren, sondern ein Gott, der mich sieht in der Fürsorge, so wie ein Papa und eine Mama das Kind sehen und über diesem Kind wachen. Die Augen Gottes, die Hagar damals an dem Brunnen sieht, sind die Augen eines Vaters, die um dieses Menschenkind weiß und helfen will, dass es nicht vor die Hunde geht. Und deshalb sagt Gott, Hagar, das passiert. Und sie gibt ihm diesen Namen. Sie gibt ihm diesen Namen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist nicht das Sehen, was wir jetzt hier haben. Wir sehen einander. Es geht ums Wahrnehmen. Es geht ums Ernstnehmen. Es geht darum, die Person wahrzunehmen und sich ihr zuzuwenden. Ich fand das eben schön, als du das sagtest mit den Leuten in der Fußgängerzone. Man kann vorbeigehen und man kann einen Euro reinwerfen. Man kann auch vorbeigehen und kann die Leute angucken. Und es ist eine völlig andere Begegnung. Wahrnehmen, wer vor mir steht. Wahrnehmen, wer die Person ist. Und Hagar erlebt das und deshalb sagt sie, du bist ein Gott, der mich sieht. Auch als ich es nicht erwartet habe, auch wenn andere mich übersehen haben, falle ich bei dir eben nicht durchs Raster. Und ich finde das so toll für dieses Jahr. Gott ist ein Gott, der dich und mich sieht. In den Bezügen, in denen wir sind, in dem, was kommen wird und in dem, was war. Und er umspannt das. Und dieser Name Gottes, dieser erste Name Gottes, ist etwas, was geblieben ist. Woher kommst du? Und wo gehst du hin? Wir wissen auch, woher wir kommen, wir wissen aber nicht, wohin wir gehen. Wir haben geplant vielleicht, wir haben manches auch vor, hoffentlich lässt sich vieles umsetzen. Ob wir am Ende des Jahres sagen, wir haben das erreicht, was wir uns Anfang vorgenommen haben, wissen wir nicht, weil wir nicht wissen, wie dieses Jahr wird. Hagar wusste auch nicht, wohin sie geht, aber sie wusste, es ist da ein Gott, der mich sieht. Und daran ändert sich nichts, egal was in diesem Jahr kommt. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Ein zweiter Gedanke, gesehen werden von Gott verändert mich nicht unbedingt die äußeren Umstände. Du bist ein Gott, der mich sieht, das ist so fast schon so ein Allheilmittel für sich genommen. Ihr habt die Geschichte eben gehört. In Bezug dessen, was der Engel sagt und was Hagar sagt, heißt es, dass Gott Hagar etwas zumutet. Nämlich wieder zurück dahin, wovon sie geflohen ist. Also du bist ein Gott, der mich sieht, der mitgeht, der alles schön macht und dass es auch die äußeren Umstände jetzt von jetzt auf gleich weg sind, so nicht zu verstehen. Aber er ist ein Gott, der mich sieht und mit dem, dass er mich sieht, weiß er auch der Weg, der für mich gut ist. Auch wenn das ein Weg ist, der offensichtlich und vordergründig vielleicht gar nicht so erstrebenswert erscheint. Und es ist eine Zumutung. Es ist eine Zumutung, aber auch im positiven Sinne, weil er sagt, das, was du da erlebt hast, das habe ich auch gesehen. Aber du hast mich nicht gesehen. Jetzt in dieser Begegnung ist es passiert und du weißt es und deshalb schicke ich dich dahin zurück, aber anders, als du hierher gekommen bist, weil es die Begegnung mit Jesus war, die sie verändert hat. Sie wird in der Gewissheit gehen, in einer anderen Haltung, sie wird von Gott gesehen und er wird auch weiter bei ihr sein. Er wird nicht die Probleme lösen. Es wird weiterhin schwierig werden. Es wird kein Zuckerschlecken sein. Und wenn man 1. Mose 25 liest, da wird Hagar das Lager von Abraham und Sarai verlassen. Das heißt, es gibt kein Happy End. Aber trotzdem, in allem, was kommen wird, hat sie einen, der sie sieht. Hinein in ihre verrückte Geschichte, hinein in den Zerbruch
von dem wir auch manchmal oft weglaufen wollen, hinein in dieses Chaos von benutzt werden und ausgebeutet werden, da sagt Gott, ich mute es dir zu. Manchmal haben wir auch so den Reflex von Hagar, wegzulaufen, wenn es schwierig wird. Aber auch bitte nicht so verstehen, jetzt heute Morgen hier, das habe ich in der Predigt gehört, also ich muss unbedingt da bleiben, wo ich bin, wenn es schwierig wird. Man muss gucken, man muss abwägen. Das, was Hagar gesagt bekommt, heißt nicht unbedingt das, was vielleicht ich gesagt bekomme in einer ähnlichen Situation. Weil es geht darum, was Gott mir sagt, was Jesus mir sagt, ob es ein Bleiben ist in diesem Umfeld oder ob es wichtig und sinnvoll ist, das Umfeld zu verlassen. Es gibt da keine Pauschalantwort. Aber hier ist es merkwürdig, dass Gott sagt, ich mute dir zu, zurückzugehen in dieses gebrochene und zerbrochene Verhältnis. Wer im Juni bei unserem Brunch dabei war, der kennt das vielleicht noch. Da hatte ich ein anderes Bild. Das ist eine japanische Reparaturtechnik. Sie heißt Kintsugi. Und in dieser japanischen Reparaturtechnik wird ein zerbrochenes Gefäß wieder zusammengesetzt. Und wir machen das so, also ich weiß früher, wenn ich was geklebt habe, sollte das unauffällig sein. Man soll nicht sehen, wo der Kleber hängt und wo die Nahtstelle ist. Aber hier bei dieser Technik ist es bewusst gemacht, dass diese Bruchstücke zusammengesetzt werden und die Bruchstellen bleiben erhalten. Die werden sozusagen in den Vordergrund gehoben, vergoldet. Und so geschieht in diesem Prozess, der übrigens ein langer Prozess ist, wo es um Kleben geht, um Malen geht, um Vergolden geht. Und es ist ein langwieriger Prozess, der auch Ruhe braucht, damit das, was geklebt worden ist, wirklich wieder fest miteinander verbunden wird. Das ist ein Bild, was Gott der Hagar zumutet, in meinen Augen. Da ist vieles kaputt, aber trotzdem gehe ich mit in diese kaputte Situation hinein. Da wird vieles nicht heil und doch die Bruchstellen, sie bilden etwas Neues. Das Gefäß sieht nicht mehr so aus wie vorher und trotzdem wertvoll, vielleicht sogar noch wertvoller, eine neue Gestalt. Und so zeigt dieses Gefäß die Geschichte, die es hinter sich hat. Gefallen, geworfen oder was weiß ich, die einzelnen Teile verstreut und dann wieder zusammengesetzt und ein Ganzes draus gemacht. Und wie gesagt, ein Bild für mich von dem Gott, der sieht. Der sieht auch das, was er uns vielleicht zumuten muss. Der sieht auch das, wo es um eine 180-Grad-Wende geht und nicht weg, sondern hinein, damit am Ende vielleicht ein solches Gefäß zustande kommt. Er tut es, weil er weiß, wie die Antwort auf die Frage, wohin gehst du auch in diesem Jahr, vor seinen Augen offen liegt. Er weiß, wo es hingeht. Und deshalb ist es gut, diese Beziehung zu Gott aufrecht zu haufen. Und wenn er sagt, das mute ich dir zu, dann wie bei Hagar, mit dem Wissen, ich gehe nicht alleine. Ob das jetzt die Freude ist, ob das die Bedenken sind, ob das die Sorgen sind, ob das die eigene Situation ist. Gott sagt, ich habe dich angesehen, ich werde dich ansehen und ich begleite dich. Ich bin bei dir, so wie der Papa, der bei seinem Kind auch den Augen offen hat, nicht um zu bestrafen, sondern zu helfen, zu unterstützen. Und dass das Kind die Vermittlung bekommt, der passt auf mich auf, der ist da.
hinein in das, was ich nicht will. Aushalten und alles wird gut, das hört sich sehr fromm an. Ist es auch. Aber es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, es muss durchbuchstabiert werden. Und so ist diese Jahreslosung kein Schönwettergebilde, aber eine Zusage für dein und mein Leben. Und manchmal kann dieses Sehen Gottes ganz unterschiedlich passieren. Ich möchte euch einige Beispiele nennen aus der jüngsten Vergangenheit. Wir hatten am Montagabend Jona-Sitzung, Vorstandssitzung per Zoom. Und Steffen Markowski las einen Bibelvers vor. Und der Bibelvers hieß: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte durch dich die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jesaja 41, Vers 10. Ich habe diesen Bibelvers gehört. Und im Vorfeld habe ich gedacht, die letzten Wochen waren nicht einfach für uns. Und ich habe so gedacht, Jesus, was soll das? Siehst du das nicht? Irgendwann ist doch auch mal genug. Der Steffen hat keine Ahnung, was er mit diesem Vers gemacht hat. Für mich an diesem Abend habe ich so gedacht, Gott sieht mich, er sieht uns. Hat das den nächsten Tag einfacher gemacht? Alles gut? Nein. Es war für diese Situation, es war für diesen Impuls, es war dafür da, dass ich gedacht habe, es ist nicht mehr da, was machst du? Und Gott gibt so einen Bibelvers von einem Menschen, der keine Ahnung hatte, was er da vorliest, ich meine, im Sinne von in Bezug zu mir. Und ich sitze da und ich merke, Gott sagt, ich sehe dich. Andere Beispiele, gestern Morgen kam ich vom Hund zurück, Spaziergang. Stand Iris in der Küche und sagte, komm mal her, guck mal. Ich treffe morgens beim Spaziergang oft eine alte Dame, 84 Jahre, die Anneliese mit ihrer Luna, wenn ich auf dem Waldweg spazieren gehe. Und sie hatte über jemand anderen Iris einen Blumenstrauß geschickt. So ein kleines Ding. Du bist gesehen. Du bist nicht vergessen. Gestern Nachmittag klingelt es an der Tür. War ja Schlachtfest hier im GZ. Bringt jemand einen Teller Kuchen und sagt, das hat die und die gemacht, weil sie weiß, wie es euch geht. Aus der Gemeinde. Leute haben gesagt, ich koche für dich, für euch. Sie haben es gemacht, sie machen es weiter. Ihr habt dafür gebetet. Du bist gesehen. Das ändert nichts an der Großwetterlage, aber es hilft, weiter zu gehen. Und wahrscheinlich habt viele von euch das auch so erlebt. Und das ist das, was Gott sagt, du bist gesehen. Und er macht das manchmal durch Gottes Wort, er macht das manchmal durch Menschen, er macht das manchmal durch irgendwelche anderen Dinge, aber es ist immer wieder dieser Impuls, ihr seid nicht allein, ihr seid auch nicht vergessen. Manchmal vergessen wir Menschen andere, aber Gott vergisst uns nie. Auch dann, wenn vielleicht so etwas passiert, dass etwas zerbricht, dass etwas kaputt geht. Und Gott sagt, komm, lass uns weitergehen, auch in diesem Jahr. Gesehen werden in der Gesellschaft, müssen wir es uns verdienen. Dadurch, wie ich mich präsentiere. Und das ist das Schöne, dass Gott uns sieht, egal wie wir uns präsentieren. Er sieht dich, er sieht mich, er sieht deine und meine Situation.
Und wo wir vielleicht Scherben sehen und Zerbruch sehen, wo wir vielleicht auch sagen, da geht es nicht weiter. Ich bin davon überzeugt, auch wenn manchmal mir das auch wieder jemand sagen muss, aber ich bin davon überzeugt, dass er uns dieses Bild gibt und sagt, ja, ich sehe das, aber ich sehe auch das, was werden wird. Und deshalb vertraue mir auf diesem Weg. Ich bin und bleibe ein Gott, der dich sieht. Und wenn ich das einmal summa summarum zusammenfassen möchte, von Gott gesehen zu werden, macht Leben wieder und weiterhin möglich. Und das ist das, was du und ich brauchen, neben all dem anderen. Und deshalb finde ich diese Jahreslosung so gut. Und ich bin gespannt, welchen Weg Gott mit uns geht in diesem Jahr. Unter der Losung, du bist ein Gott, der mich sieht. Amen. Ich bete noch. Allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, du hast damals eine Hagar gesehen an diesem Brunnen, die mit ihrem Leben nicht abgeschlossen hat, aber die nicht wusste, wie es weitergehen soll. Du hast sie angesprochen und du hast ihr gezeigt, du siehst sie. Du kennst uns als Menschen, du kennst uns als Gemeinde. Du weißt, wo wir stehen und du weißt auch, welche Situation wir vielleicht im Augenblick durchmachen. Und wo wir das Gefühl haben, es geht an vielen vorbei und viele nehmen es gar nicht wahr. Und manchmal ist es auch so, weil andere vielleicht selbst viel haben. Danke, dass es bei dir anders ist. Und du nicht gucken musst, sondern du alles siehst. Und so stehen wir vor dir heute Morgen, Anfang Februar eines neuen Jahres. Und du sagst uns zu, du siehst uns. Danke für alles, was wir erlebt haben. Und manchmal ist es gut, so wie Hagar diesem Brunnen einen Namen gab, der ausdrückte, was sie erlebte, auch für uns manchmal solche Punkte zu haben, wo wir uns zurückerinnern, was du tust und was du getan hast, und zu wissen, du siehst uns. Sie hat es erfahren dürfen und wir können und sollen es ebenfalls. Denn das brauchen wir. Davon leben wir. Das hilft uns. Und zeigt uns aber auch den oder die neben mir, die vielleicht genau das auch braucht. Zu erfahren von dir durch uns, du siehst. Danke dafür. Amen. Lasst uns ein Lied miteinander singen, dass das noch einmal aufgreift. In deinem Licht siehst du mich, hast mich erkannt, bei meinem Namen genannt.
Du bist ein Gott, der mich sieht. Und was das eben der Predigt anklang, das ist das, was jetzt sich hier fortsetzt. Wie eben gesagt, manchmal macht er es durch Bibelverse, manchmal macht er es durch Menschen, manchmal macht er es durch Träume, Eindrücke, manchmal auch durch das, was wir jetzt miteinander feiern werden. Ausdruck Gottes, Ausdruck Jesu, dass er dich sieht. Damals, an diesem Vorabend der Kreuzigung, hat er die Jünger gesehen. Mit all dem, was in ihnen war, mit der Hoffnung, mit den verquirlten Gedanken, wie Gottes Reich aussehen soll auf dieser Erde, sogar den, der später ihn verraten würde. Auch den hat er gesehen an diesem Vorabend seiner Kreuzigung. Und dieser Mensch hat diese Tafel verlassen. Jesus hat ihn nicht weggeschickt. Und deshalb, so denke ich, haben wir Platz mit all dem, was in uns ist. Weil wir an Jesus Christus glauben, dürfen wir Abendmahl feiern, so wie wir sind. Weil wir mit Abendmahl deutlich machen, ich brauche Jesus und ohne ihn kriege ich mein Leben nicht auf die Kette. Nicht nur für das Ende der Tage, auch für das Heute, Hier und Jetzt. Und so lasst uns nun miteinander dieses Abendmahl feiern. Und ich darf die Heike bitten und die Elke, die werden beim Austeilen helfen, dass wir miteinander feiern und dass wir es so tun, einmal in dem Bewusstsein, dass unsere Unzulänglichkeit, dein und mein Zerbruch dazu führten, dass Jesus ans Kreuz ging. Aber auf der anderen Seite auch, hab dieses Gefäß vor Augen, dass dieser Gang ans Kreuz es möglich macht, dass Zerbruch heilt, dass Vergebung möglich ist. Und lass es uns tun in dieser Freude des Auferstandenen. Wir werden am Ende dieses Lied singen, Jesus, meine Hoffnung lebt. Und in dieser Hoffnung feiern wir miteinander Abendmahl. Ich bete noch einmal. Herr Jesus, du hast damals deinen Jüngern etwas an die Hand gegeben und hast gesagt, tut das. So oft ihr davon trinkt, erinnert euch an das, was ich tat. Und erinnern hat für uns viel mit dem Kopf zu tun und jetzt bekommen wir was in die Hände. Jetzt bekommen wir etwas, was wir in uns aufnehmen werden. Und danke, dass das für die gilt, die an dich glauben. Du lebst in ihnen. Und ich danke dir, dass wir das aufnehmen können in dem Bewusstsein, so wahr und so real das ist, schmecken und sehen, so real ist deine Zusage, dass du sagst, ich sehe dich und ich gehe mit. Danke dafür. Amen. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, er dankte, er brach es, gab es seinen Jüngern und er sagte, nehmt und esst davon, denn dieses Brot steht für meinen Leib, den werde ich für euch opfern. Und so oft ihr von diesem Brot esst, erinnert euch an das, was ich für euch getan habe. Christi Leib für dich gegeben. Christi Leib. Für dich gegeben. Christi Leib für dich gegeben. Danke. Dankeschön. Im Alten Testament hat Gott seinem Volk Worte hinterlassen, die auch hineinsprachen in einen Zerbruch, weil sie erkannt haben,
dass ihre Schuld sie an den Punkt brachte, wo sie waren. Und da hinein aus Jesaja 54 folgende Verse. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Das spricht der Herr, dein Erbarmer. Und nach dem Essen nahm Jesus den Kelch, reichte ihn seinen Jüngern und sagte, nehmt und trinkt alle daraus. Denn dieser Kelch steht für den neuen Bund. Und dieser neue Bund macht es notwendig, dass ich mein Blut für euch vergießen muss, damit Sünden vergeben werden können. Und so oft ihr von diesem Kelch trinkt, erinnert euch an das, was ich für euch getan habe. Christi Blut für dich vergossen. Christi Blut für dich vergossen. Christi Blut für dich vergossen. Danke. Im Neuen Testament, nach der sogenannten Speisung der 5000, suchen die Menschen Jesus, um ihn zum Brotkönig zu machen. Und er weist sie darauf hin, um was es wirklich geht. Und er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt nicht. Alles,
was der Vater mir gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Und so wie aus vielen Körnern ein Mehl gemahlen wird, aus dem ein Brot entsteht, aus vielen Trauben zusammen ein Saft entsteht, so eint der Glaube an Jesus Christus uns, die wir so viele und so unterschiedlich sind, zu einem Leib, zu seinem Leib. Amen. Dankeschön. Lasst uns noch miteinander beten. Und ich lade euch ein, aufzustehen und miteinander das Vaterunser zu beten. Und anschließend, wer möchte, stehen zu bleiben zum Schlusslied und zum Segen. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus, meine Hoffnung lebt. Lass uns das miteinander singen.
können wir in diese Woche gehen in der Gewissheit, er ist da und er sieht dich. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Er wende dir sein Angesicht freundlich zu. Er sieht dich und er schenke dir deinen Frieden. Amen. Gott befohlen, eine gute Woche und bis bald.